Servus, gute Küche, der Kulinarik-Podcast von Servus in Stadt und Land. Dieses Mal mit Autor Wolfgang Wieser, der in Südtirol zu Gast war, und Johannes Messner vom Burgerhof beim Gulaschkochen über die Schulter geschaut hat. Was gefällt den Leuten am besten, die hier raufkommen auf den Hof? Das ist sozusagen eine Fleckelwelt, so viele verschiedene Sachen auf einmal sein können. Der Lärm der Stadt ist hier oben nur noch ein Rauschen. Der Burgerhof liegt auf einer Gletscherterrasse auf 750 Meter Seehöhe, direkt über Brixen. Er befindet sich am berühmten Kastanienweg, der über 60 Kilometer von Brixen nach Bozen führt. 2016 hat Johannes ihn vom Dader, wie er seinen Vater Franz nennt, übernommen, als jüngstes von 4 Geschwistern. Ich bin auf dem Hof geboren, ja. Sie ist im Familienbesitz seit 1832, also Familie Messner. Wie lebt es sich auf einem Hof so hoch oben über der Stadt? Jetzt finde ich es cool, als Erwachsener oder als Betriebsinhaber, dass man ein bisschen an Distanz hat, weil wir halt flexibel sind. Wir haben ein Elektroradl, wir haben ein Auto, wir kommen in die Stadt. Aber als Kind hat es mich schon oft einmal auch gestört, weil zur Schule bin ich zu Fuß gegangen und wenn ich Sport gemacht habe, bin ich auch mit dem Radl oder zu Fuß gegangen, weil die Eltern gesagt haben, wenn du das machen willst, dann tut es dir gut, zu Fuß zu gehen oder mit dem Radl. Als Biobetrieb ist es auch super, dass man so allein ist. Keine fremden Flächen, wo halt vielleicht ein anderer Bauer daneben spritzt und du dann Probleme hast mit der Bierproduktion. War dir immer klar, dass du den Betrieb übernehmen wirst? Nicht immer. Ich habe erst Hotelfachausbildung gemacht, habe gekocht. Aber dann hat mir das Kochen dann immer so viel Spaß gemacht in einem Betrieb, wo ich als angestellter Koch überhaupt am Anfang ist als Koch nicht so leicht. Da muss man eher die niederen Dienste machen und ich werde auch gern zu schlechtere Arbeiten degradiert. Dann war ich ein Jahr in Australien, bin ein Jahr in Australien gegangen, um zu sehen, ob mir das Thema Wein auch gefällt. Und dort in einem Weingut gearbeitet. Hat mir super gefallen und danach habe ich Weinbau studiert und eben hat sich noch schon herauskristallisiert. Das heißt, die Weingärten rund um den Hof, sind das deine Weingärten? Das sind unsere Weingärten, ja. Alles, was eigentlich, also mehr sein rundiert, alles was da an offenen Flächen ist, ist unser. Den Wein machst du selbst? Genau, den Wein machen wir selber. Nicht den ganzen Teil von den Trauben verkaufe ich nur, weil ich erst 2016 angefangen habe damit und dann halt auch meinen Markt suchen muss. Aber jetzt langsam, es läuft alles recht gut und jetzt wäre ich davor zu eigentlich alles selber einkellern. Ich habe gesehen, auf all deinen Weinflaschen sind Insekten drauf. Genau. Auf den Etiketten. Was ist da der Grund dafür? Die Idee für die Etiketten ist von uns gekommen, von mir und von meiner Freundin. Wir wollten Nützlinge, also Insekten, die im Weinbau nützlich sind, drauf machen. Haben wir auf dem Weißwein haben wir eine Biene, auf dem Rotwein haben wir einen Marienkäfer, dann haben wir noch einen Sekt, dann haben wir, das ist ein Falter, der ist nicht so bekannt, heißt das Widerchen, ist ein Zeigerinsekt für, also wenn Insektizide eingesetzt werden, ist der relativ schnell weg, der ist relativ empfindlich auf Insektizide. Und jetzt kriegen wir noch einen Rosé, dann kommt noch der Schwalbenschwanz drauf. Was aber sind jetzt die vielen verschiedenen Sachen auf einem Fleckerl Welt? Das sind Apfelbäume auf Streuobstwiesen, Weinreben und ein üppiger Gemüsegarten mit Paradeisern und Kohlrabi, Mangold und Zucchini, Rucola und Erdäpfeln. Auf der Weide rupfen 6 Mutterkühe mit ihren Kälbern Gras, 2 Katzen, genießen die Herbstsonne und irgendwo gackern Hühner. Wenn Johannes in der Küche steht, um zum Beispiel Rindsgulasch zu kochen, liefert ihm sein Hof alles, was er braucht. Also, ich habe das Fleisch angeboten, schneide Zwiebel und Knoblauch auf. Die Zwiebel und den Knoblauch habe ich dann noch mitgebraten, dass ein schönes Röstaroma entsteht. Dann noch die Tomatenmark, Paprika und ein bisschen Salz rein. Also wir im Buschenstand verwenden ausschließlich unser Fleisch, hauptsächlich Rindfleisch, ich habe auch 2 Schweine immer. Dem Rotwein hast du jetzt aber nicht gespart, oder?
Nein, aber halt, ich finde auch gut, das macht schon viel Geschmack. Das macht den Geschmack rein. Den Rotwein lassen wir jetzt einkochen und dann den wir mit Sud aufgießen. Hinter dem Hof steht eine Kapelle. Mit einem großen Schlüssel sperrt Johannes die Holztüre auf. Errichtet wurde die Kapelle im 18. Jahrhundert, als Johann Karl Rekordin als Domdekan wirkte. Das war in den Jahren 1748 bis 1755 und hier oben seinen Sommersitz hatte. Ja, also wenn man beim Hof vorbeigeht, dann sieht man eben die Kapelle. Du hast gesagt, dein Sohn ist dort getauft worden. Die Eltern haben da geheiratet. Das heißt, die gibt es seit wann jetzt, diese Kapelle? 1752 ist sie errichtet worden. Vom damaligen Besitzer vom Hof, Domdekan. Das ist eine Barockkapelle. Und zugleich, was vielleicht interessant ist, der Dom in Brixen wurde zugleich renoviert oder gebaut, das weiß ich jetzt nicht ganz genau. Und dann ist ein bekannter Maler im Dom in Brixen gewesen. Und der Maler hat ein reines Altarbild von unserer Kapelle gemalt. Jetzt ist das Original ist im Diözesansmuseum in Brixen und bei uns hängt eine Kopie. Ja, wenn wir da jetzt weitergehen, da geht man an Apfelbäumen vorbei, wo kommt man da hin? Streuobstwiese, da dahinter haben wir ein Buchweizenfeld, das ist eigentlich der Kastanienweg, was vom Haus vorbeiführt. Da hinten runter geht es Richtung Fahren und in der Richtung kommt man Richtung Feldurns auf den Kastanienweg. Und man kann bis Bozen, da geht der Kastanienweg ist bis Bozen, bis Oberbozen auf dem Ritten. Das Gulasch braucht wie jedes Gulasch seine Zeit. Zumindest 2 Stunden sollte es vor sich hin köcheln. Nach unserem Ausflug in die Kapelle widmet sich Johannes jetzt dem bunten Erdäpfelpüree und dafür braucht er auch blaue Schweden. Das ist der blaue Schwede. Ist der blaue Kartoffel ist eine ganz eine alte Sorte. Ist nicht so ertragreich, deshalb ist sie ja nicht mehr so verbreitet. Aber ist halt ein schöner Effekt, weil man als Kartoffelpüree so eine violette Farbe kriegt. Mit mehlig kochende Theresa heißen die. Mehlig kochende Kartoffel gemischt. Genau. Die Karotten werden in Butter geschwenkt. Und ein bisschen Pfeffer. Wieso hast du eigentlich Koch gelernt? Weil ich gern isst. Ich finde, das riecht hervorragend. Ja, frische Sachen riechen hervorragend. Schaut fantastisch aus. Das Püree hat so ein bisschen eine Struktur. Das heißt, man kann erkennen, dass es mal Erdäpfel waren. Zweifärbig. Eben violett und Erdäpfelfarben, wie man es halt kennt. Genau so, wie es sein soll. Man schmeckt nämlich nur, dass es Erdäpfel sind. Und nicht irgendein Gatsch, sondern es schmeckt einfach nach Erde. Und das ist das Allerbeste. Leute, ich kann euch sagen, es zahlt sich aus, die 750 Höhenmeter zu nehmen vom Brixen aus. Man kann eine halbe Stunde warten, bis man aufgeht. Und dann sollte man definitiv dieses Gulasch verkosten. Man merkt, ich kann kaum noch aufhören. Es schmeckt wunderbar. Die einzige Pause, die ich jetzt einlegen werde, ist, um ein Schlückchen Wein zu nehmen. Ah, wunderbare Sache. In diesem Sinne, Prost, es hat mich sehr gefreut. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch der Podcast gefallen hat, abonniert Servus Gute Küche und verpasst keine Folge mehr. Schönes und Nützliches für die Küche, wie duftende Zirbenbrotdosen oder handgeschmiedete Küchenmesser, findet ihr in unserem Online-Shop Servus am Marktplatz. Einfach vorbeischauen. servusmarktplatz.com. Werft auch einen Blick in das Servus-Magazin. Darin gibt es jedes Monat regionale und saisonale Rezepte aus dem Alpenraum zu entdecken. Bis zum nächsten Mal. Euer Servus.